Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zur ersten richtigen Folge von unserem neuen Format, wo wir noch keinen Namen haben, aber den könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Wir haben es ja schon angekündigt, das erste Video, was wir machen, ist, wir haben uns eigentlich auch nicht drauf geeinigt, fünf unsympathische Menschen, die fünf unsympathischsten, also, unbeliebten. Also du hast es so gepitcht, wir brauchen die fünf unbeliebtesten Menschen. Echt? Das war, hast du zu mir zumindest geschrieben und daraufhin habe ich auch meine Dinge aufgebaut. Ich dachte unsympathisch, war unbeliebt, ja gut. Aber unbeliebt und unsympathisch ist ähnlich, oder? Ja, aber ich würde sagen, unbeliebt ist halt auch so ein bisschen gesellschaftlich gesehen, oder? Wenn jemand unbeliebt ist? Oder ist das auch so ein Meinungsding? Ich finde, wenn man unbeliebt ist, man auch unsympathisch, Digga. Boah, weiß ich nicht. Ja. Bestimmt auch jemand, der unbeliebt ist, aber sehr sympathisch. Wer denn? Naja, Digga, so also Leute halt, keine Ahnung. Nimm mir ein Beispiel, Digga. Du kannst ohne Skandal, kannst du unbeliebt sein, aber nicht unsympathisch, finde ich. Doch, natürlich. Hey, naja, guck mal, wenn du keinen Skandal hast, dann gibt es einfach Leute, die mögen dich halt einfach grundsätzlich nicht, dann bist du unbeliebt. Aber wenn du einen Skandal hast, dann bist du unsympathisch, weil die Leute. Aber wieso sollte man unbeliebt sein, Bro, wenn man unsympathisch, wenn man nicht unsympathisch ist? Es gibt bestimmt Leute, die zu sympathisch sind und die deswegen unbeliebt sind, weil man denen das nicht abkauft, weißt du? Das ist so gespielt, so, ja, komm, der wieder, natürlich. Ah, ja, könnte es generell geben, aber. Wir machen eine Liste, die Top 5 unbeliebtesten, aber sympathischen Menschen. Jetzt, oder was? Nein. Achso, irgendwann. Da wird es aber dann richtig schwierig. Boah, da wird es richtig schwierig, Alter. Ihr könnt ja gerne Vorschläge in die Kommentare machen. Aber da würde ich schon mal Steffen Hensler in den Raum schmeißen. Ich glaube, der ist ein perfekter dafür. Stimmt. Steffen Hensler, der ist richtig unbeliebt, aber sympathisch. Nein, der ist voll beliebt. Oder nicht so, ja, bei so alten Frauen? Dann schon. Das ist schwierig, Digga. Also ganz, ich glaube, meine Mutter feiert den auf jeden Fall. Ja, das meine auch. Gut, das waren schon die ersten 1 Minute 30 ohne Inhalt. Ja. Hast du die Zeit? Ach so, nein, du siehst es ja da. Okay, ja, ich würde einfach meinen Platz 5 einfach in den Raum werfen, dass wir auf jeden Fall mal anfangen. Ja, ich habe jetzt halt unsympathisch gemacht, aber unbeliebt sind die auch. Ich würde sagen, so allgemein jeden, der so cringige TikToks hochlädt. Da habe ich mir nicht jetzt nicht explizit einen rausgesucht, aber ich finde allgemein Leute, die so richtig peinliche TikToks machen, die haben ja auch eine eigene Platzierung verdient. Was ist wirklich. Denn deiner Meinung nach ein peinliches TikTok? Ich möchte mir jetzt mal so ein Beispiel auch. Ja gut, eigentlich sind ja, also Hot und Cringe-Compilation sind das Gleiche, nur die Leute sehen gut aus, machen aber eigentlich das Gleiche. Ja. Ich würde sagen, Leute, die schlecht tanzen, die unlustige Witze rüberbringen, die allgemein sehr unangenehm einfach sind vor der Kamera. Mhm. Boah, da muss ich an ein Video denken von, ich weiß nicht, PM Klause, wie der heißt, oder ich weiß es nicht sicher, aber der hat dieses gemacht mit diesen, warum wollen vegane Frauen eigentlich keinen Penis in den Mund nehmen, wenn die Kondome... Was geht denn jetzt ab, Digga? Sowas, ne? Ey, was? Ja, warum vegane Frauen, warum wollt ihr eigentlich, ihr seid doch vegan, auf einmal wollt ihr eine Wurst im Mund haben. Ja, okay. Das hat er auf TikTok gemacht, Digga, und ist damit viral gegangen. Und ich dachte mir so, Digga, der Witz war vor 10 Jahren schon scheiße. Ja, man, safe. Aber das ist einfach, das geht viral auf TikTok. Ja, das finde ich. Deswegen mache ich genau solche Leute, packe ich hier auch einfach mal. Aber ich dachte, wir machen jetzt richtige Personen. Du machst ja jetzt Personengruppen. Nein, das war nur ein. Die anderen sind Personen, aber ich wollte so allgemein auch TikTok mit reinholen. Okay, Timo, dein Platz 5. Bei meinem Platz 5, das Ding ist so, ich habe mir jetzt ja auch Leute rausgesucht. Das Ding ist, ich kann es vielleicht auch mehr oder weniger dann gar nicht so richtig begründen, warum ich die mit reingenommen habe. Ich finde, der Name spricht da manchmal für sich. Ich weiß, also ich habe Platz 5, Mark Forster. Ja, doch, kann man. Ja, Mark Forster kann man machen. Mark Forster, stimmt, ja, ich voll vergessen. Weiß nicht warum, so, der macht, ich weiß nicht, Digga, aber ich glaube, der kann dafür halt auch einfach nichts. Der, nein, ist, einfach, der ist so, einfach so. Der ist einfach ein netter Typ so, den feiern auch die 40-jährigen Sabines. Und Lena sieht das auch so. Ja, es ist halt so ein, weißt du, den mobbst du halt in der Schule und später, wenn er dich drauf anspricht, sagst du so, hatte keine Ahnung, Digga, du hast einfach so ein Mobgesicht so. Das war, ja, war gar nicht böse. Mobben. Distanzier mich hier. Aber ist er trotzdem irgendwie ein sympathischer Typ. Man kann wahrscheinlich mit ihm gut sich unterhalten und so, ja. Aber die Lieder sind echt scheiße, Mann. Ja, die Lieder sind wirklich. Und ich glaube, das ist auch so. Aber das ist halt, wir sind halt nicht die Zielgruppe so, ne? Die Zielgruppe sind halt andere Leute. Ja, aber weiß nicht, das. Digga, wenn ich das Radio anmache und da läuft Mark Forster, krieg ich schlechte Laune, Digga. Kann ich nichts für so. Noah hat mal 2 Songs von denen gefeiert, die muss ich mir den ganzen Tag anhören. Köro und so, das war so wack. Jedes Mal im Fitnessstudio läuft auch Au Revoir mit Sido, Alter. Es ist so nervig, Mann. Aber, ja. Da würdest du am liebsten direkt Au Revoir sagen und gehen. Apropos Au Revoir, Manuel, wer ist denn auf deiner? Ey, was war das denn für eine Überleitung? Geil, Alter. Apropos das letzte Wort, was wir gesagt haben. Mein Platz 5 ist tatsächlich ein YouTuber bzw. eine YouTuberin. Mhm. Und zwar Bibis Beauty Palace. Hat sich von Julian getrennt, das Ganze ein bisschen schamlos abgezogen, dann sehr viel Werbung, zieht ihre Kinderfans generell ja relativ oft ab, erzählt den irgendeine Scheiße. Ich finde es auch geil, dass man bei der Trennung gar nicht weiß, was passiert ist, aber er sagt einfach mal schamlos so. Ja, ich habe zwar keine Information, es war so schamlos, Schluss zu machen. Du hast ja einen Schutz genommen in deinem Video. Man kann ja anhand der Sachen. Ja, die wird halt unnötig gehatet, ne? Mhm. Also, es heißt ja, sie hat sich wohl angeblich von Julian getrennt so. Und, hört man das? Aber man weiß es nicht. Deswegen will ich es nicht weiter mutmaßen. Er hat gesagt und sie hat nichts dazu gesagt. Also es ist jetzt aber safe, ich würde sagen, das ist ein Platz 5, den man machen kann. Ich würde sagen, generell Platz 5, aber nicht wegen der Trennung. Das Geile ist ja irgendwie am Anfang, war sie ja die ganze Zeit noch so freizügige Fotos gepostet und so, hat mir sehr gefallen. Und jetzt plötzlich ist ja von der Bildfläche verschwunden und Julienko ist jetzt wieder am Start. Stimmt. Mit einer neuen auch, ne? Jetzt ist der, stimmt, aber der steht auch gut da, ne? Ich wette, dass Bibi ist mit diesem Timothy da, leider nicht du, tut mir auch leid an dieser Stelle, ist die durchgebrannt und hat dann gemerkt, ah, okay, war halt nur so ein affärenmäßig, weißt du, das ist nichts Festes. Gar sie nicht. Ist jetzt ganz alleine und Julienko hat jetzt halt eine Freundin, die auch übrigens so
die auch so Placements macht, wo sie irgendwelche Leute abzockt. Propstar. Also Disney, ruft an, wenn ihr die Geschichte haben wollt. Ja. Verkaufen sie euch. So. Ja, Manuel, willst du direkt mit Platz 4 weitermachen? Wollen wir jetzt die Reihenfolge crashen? Ja, ja, wir machen einfach mal immer random einfach reinhauen. Rein, ne? Okay, bei Platz 4 habe ich. Warte mal, wo war der? Ach, hier, K1. Klassiker. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Oder? Boah, ich weiß nicht. Ich finde, der ist eigentlich sehr sympathisch. Ich finde den auch sehr korrekt eigentlich. Ja. Ich weiß nicht. Erstmal mochte ich seine Musik nie, ich mochte sein Auftreten nie. Der hat so ein richtig arrogantes, selbstverständlich bin ich hier der Mittelpunkt des Raumes auftreten. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist auch so ein bisschen Image, würde ich sagen. Ich fand ihn bei Portofino fand ich ihn geil. Und überleg mal, der hat einen Diss-Track über Bushido gemacht und alles, was er gesagt hat, hat hinterrücks gestimmt. Stimmt, wo der rauskam, dachte sich jeder so, ja, laber nicht, Digga, als ob. Und dann kam Bushido 8 Jahre später so, jo, war übrigens richtig. Stimmt, Digga, kehrte recht. Ja, ich hol mir jetzt. Aber trotzdem würde ich jetzt lieber, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen einem Abend mit Bushido und einem Abend mit K1 chillen, würde ich dann trotzdem lieber mit Bushido chillen. Nein, safe mit K1, der kann dir auch viel mehr helfen, so erfolgreich zu werden. Ja, du denkst wieder in YouTube. Ja, aber auch so ist der auch drin. Der fährt Harley Davidson. Boah. Generell, jemand, der Motorrad fährt, ist aber auch unsympathisch, Digga. Ja, das schon. Das ist eigentlich dann auch wieder. Da haben wir die erste Kontroverse hier, würde ich sagen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Okay, dann Timo. Timo, okay. Platz 4, wen habe ich denn mir da aufgeschrieben? Boah, Till Schweiger, Digga. Stimmt. Ist ein Klassiker, Digga. Ja, ja, den kann man immer bringen. Erstmal sind die Filme halt wirklich absolut wack. Also ich habe noch nie einen geguckt, aber ich glaube, die sind wack. Ja, ich habe schon mal welche gesehen. Ja, sind die gut? Nein, die sind wirklich schlecht. Aber er hat auf jeden Fall auch mal in einem US-amerikanischen Film mitgespielt. Das heißt, rein skilltechnisch kann er gar nicht so schlecht sein oder er wurde da irgendwie rein. Naja, was für ein US-amerikanischer Film? Ich glaube, irgendwas mit Weihnachten oder so. Ja, Digga, komm. Dabei kann schon gut schauspielern. Ja, kann so. Ja. Ich glaube, das Ding ist halt, in Deutschland kommt auch so ein Müll einfach gut an. Ich glaube, das weiß er auch. Ich glaube, die stecken da einfach sehr wenig Arbeit rein, weil die halt genau wissen, klar, du könntest jetzt auch nochmal 100 Stunden mehr hinsetzen und einen richtig geilen Film machen, aber warum? So die 40-Jährigen laufen noch eh ins Kino. Wozu? Ja, true. Es liegt halt auch ein bisschen an diesem, eingerosteten deutschen Humor. Da ist halt dann so ein Käse und dann fällt irgendwo eine Käsescheibe runter oder so, weißt du? Das ist so dieser eingerostete deutsche Humor, dieses... Ja. Und ich meine, meistens machen diese Filme ja auch alte weiße Männer so, ne? Die haben halt dann den Humor von den 60ern oder so. Und ich glaube, der hat auch irgendwelche Skandale gehabt, ne? Der hat auch irgendwelche komischen Aussagen mal gebracht. Stimmt. Der hört mir auch mit dem Gender-Wahnsinn. Steht hier zum Beispiel. Gender-Gaga. Ja. Hat Till Schweiger Abitur? Was denkt ihr? Oh, nee. Glaub nicht. Doch, ich glaube, der hat Abitur. Knapp gescheitert. Doch, hat Abitur. Ah, und dann klar, hat er sogar als Soldat gearbeitet, Digga. Eigentlich ein Ehrenmann. Ich finde Till Schweiger doch raus. Oh, Ehrenmann, der hat Menschen getötet. Finde ich gut. Feier ich Ehrenmann an dieser Stelle. Was, Soldat? Ja, mein Platz 4 ist Armin Laschet tatsächlich. Es war knapp. Platz 4 nur, Digga. Ja, ja, ich hätte ihn auch höher gesetzt, aber ich dachte, Armin Laschet, hast du ihn auch drin, oder? Nee, ich habe ihn nicht dran. Gar nicht, ja. Siehst du ja nicht mal Platz 5. Ja, ich will, also was soll man bei Armin Laschet noch sagen? Also, das ist ja so eine Witzfigur, oder? Also, bei dem frage ich mich, hat der kein PR-Manager oder so gehabt? Also die Sachen, die mir am meisten im Kopf geblieben sind, war einmal, wo er gelacht hat bei dieser Naturkatastrophe da, einfach im Hintergrund. War jetzt natürlich nicht darauf bezogen, aber da hält gerade einer eine traurige Rede und du lachst. Also es ist halt schon irgendwie nicht so cool. Schon dumm einfach. Schlechtes Timing auch. Was ich auch lustig fand, ist, der war, glaube ich, mal bei Markus Lanz oder so und dann hat er auch irgendwie gesagt, so ja, die letzten Jahre lief ja in Deutschland nicht alles gut. Und hat er ja so erwidert, ja, aber ihre Partei war doch in der Regierung. Ja, das hat doch damit gar nichts zu tun. Klar. Wo ich so denke, hä? Stimmt, das hat damit gar nichts zu tun. Du hast recht. Wirklich. Die Regierung steuert ja mal gar nichts. Das ist so ein Lutscher einfach. Aber ich weiß nicht, Digga, ich hatte bei ihm so, also gut, klar, bei der Kanzlerwahl war er ja auch dabei und ich fand, der hat mir immer leid getan, Digga. So ein bisschen hat er mir so, oh, Digga, weiß nicht, da war immer so, weiß nicht, der sieht auch so bemitleidenswert aus. Ja, safe, du hast schon Mitleid mit dem. Dass er so, oh, Digga, warum machst du jetzt so einen? Du bist eigentlich, ich glaube, eigentlich im Herzen, Digga, ist der ein bisschen korrekt, ein bisschen. Aber bringt es irgendwie nicht rüber. Digga, habt ihr dieses Video gesehen, wo der mit diesen Kindern geredet hat? Ey, da wurde der ja nur hops genommen, Alter. Ja, ich rauche aber nur auf Backe, Bro. Alles gut. Achso, ja gut, dann kann ich auch rauchen, Digga. Wenn ich nur puffe, dann ist ja alles, Armin alles gut. Einfach. Ja, aber es ist ein bisschen ärgerlich gelaufen für ihn, würde ich sagen. Aber ich glaube, der hat auf jeden Fall auch einen richtig krassen Absturz gehabt, Digga. Jetzt, der ist ja safe, der ist weg. Ministerpräsident gewesen. Er meinte auch, er geht nicht wieder zurück. Aber er ist nicht zurückgegangen. Er ist nicht wieder Ministerpräsident. Er hat sich sein Wort gehalten, auch wenn er sich vielleicht. Hätte er gekonnt oder was? Hätte er gekonnt? Bestimmt, wenn er es gesagt hätte. Mein Gott, du kannst doch in der Politik alles machen. Ja, okay. Van der Leyen hat irgendwie 1 Milliarde an Geldern raus für irgendwelche Berater und sitzt jetzt in der EU ganz oben. So, hä? Und ist auch für alle okay. Kein anderer Politiker sagt so, ja, das wollen wir nicht. So. Die Drogenbeauftragte, der kommt ja auch von der Landwirtschaft. Also von daher kann man eigentlich machen, was man möchte. Schade, dass sie kein Gras angebaut hat, sonst wäre das anders gelaufen alles. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich will dann jetzt meinen Platz 3 einfach direkt raushauen. Wir hatten schon Till Schweiger. Ich finde, der gehört auch in die gleiche Sparte. Mario Barth habe ich auf die 3 gepackt. Oh, Mario Barth, klar. Mario Barth. Ja, der darf nicht fehlen. Der ist ja, so sehr sexistisch, halt so Ü50 Humor. Oh, dieses kennst du, das ist einfach ein unangenehmer Typ. Dass der Hallen füllt, ist wirklich traurig. Ich würde, glaube ich, nicht mal mit Mario Barth chillen wollen. Auch wenn ich den an sich korrekt finde, aber der ist arschnervig. Der arbeitet dich voll dann auch. Ja, so. Ja. Ich glaube, der ist auch richtig arrogant, Alter. Ja, Digga, meine Frau, weißt du, kennst du? Digga, Frau? Ich weiß, der hat nicht mal eine Frau, oder? Weißt du, was ich bei dem auch immer. Doch, der ist verheiratet.
Was ich bei dem immer so schlimm finde, ist, dass halt er hat immer quasi so einen Gag, er denkt sich einen Gag aus, so, und dann überlegt er, wie kann ich den jetzt so verpacken, und dann macht er so 10 Minuten lang den Weg zu diesem Gag, und dann kommt halt irgend so ein langweiliger Normie-Gag, so, wo man, den hätte man auch innerhalb von 10 Sekunden verpacken können, aber er hat halt das so ewig weit ausgeholt, ja, dann war noch meine Oma da, und dann hat die Oma auch gesagt, ja, und jetzt machst du aber hier so Nicke. Also keine Ahnung. An dieser Stelle auch einfach mal dicke Props, dass du dir 10 Minuten lang Mario Barth gegeben hast. Ich hab mir das schon mal gegeben. Echt? Hast du Mario Barth gegeben? Ich hab mir das, als ich so 14 oder so war, dann lief das einfach mal im Fernsehen, und dann dachte ich mir so, ja, weiß ich nicht, höre ich mir mal an. Und das war auch diese eine Show mit diesen Männer gegen Frauen, oder das alle Shows von ihm so. Alles weiß so. Aber er ist erfolgreich, ne? Was heißt das dann? Ja, das hat dieser Boomer-Humor. Das ist der Boomer-Humor. Ja, ja, nicht so. Ein bisschen nur. Aber Mario Barth hat schon, glaube ich, die größte Comedy-Show gehabt, oder? Der hat doch dieses Stadion. Ja, der hat doch so ein Olympiastadion gefüllt, ja, oder so. Ne? Schon nicht schlecht, aber gut, keine Ahnung, Digga. Ist halt schon peinlich irgendwie, ne? Und der wurde auch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, irgendwie aus der Bahn rausgeworfen letztens. Stimmt, irgendwann, ja, da gab's. Weil er seine Maske nicht aufsetzen wollte, Digga. Wie kann man so ein Gag sein, Digga? Ich bin Mario Barth, ja, ich zieh meine Maske Nick an. Der hat auch dann so einen Twitter-Post gemacht, von wegen, was das hier soll und so, bla bla bla. Und ja, keine Ahnung, also was hat er sich davon erhofft, ne? Ja. Zieh doch einfach die Maske auf, ja, mach doch einfach. Ich check's auch nicht. So, als ob du jetzt das System änderst, nur weil du die Maske dann da nicht aufsetzt, ey. Ja, ja, er ist einfach ein Widerstandskämpfer. Der, ja, ey, er ist ein Macher, Digga, er hat durchgezogen, aber ist am Ende täglich gescheitert. Wer ist schon gewahrt, wenn man auch Mario Barth haben kann? So, Manuel, dein Treppchen. Jetzt haben wir natürlich ein klassisches Wiederholungsproblem, weil mein Platz 3 wäre auch Mario Barth gewesen, tatsächlich. Oh ja. Ja, ich würde sagen, wir sagen das jetzt auch, wenn wir wen haben schon, weil okay, dann ist einfacher, würde ich sagen. Dann brauchen wir darüber eigentlich gar nicht mehr reden. Ja, aber ich habe einige Bonusnamen noch. Also ich habe insgesamt 12 Namen aufgeschrieben. Schieben Bonus rein. Ich mache einfach 3 Bonusnamen ohne Erklärung, okay? Da habe ich einmal Dieter Bohlen, Robert Geis und Sarah Lombardi. Ja, Sarah Lombardi, Digga. Kann man nachvollziehen. Ja, das ist. Würde ich auch machen. Okay. Aber ich würde auch Sarah Lombardi, würde ich zusammenkommen, so. Die sieht gut aus, ja. Aber warum Dieter Bohlen, Digga? Das würde mich jetzt noch interessieren, noch mal. Boah, Dieter Bohlen, ich fand den schon immer so unsympathisch, auch bei DSDS und so, seine Sprüche. Vor allem, der kriegt seine Gags ja auch ins Orgel-Dings, ne? Der macht das nicht mal selber, ja. Das ist ein Kick, Alter. Ja. Das kann wirklich jeder machen, so. Da kannst du wirklich ein Kind hinsetzen, so. Vor allem, der ist ja auch nur in den Shows so unsympathisch, ne? Privat ist der, soll der relativ korrekt sein. Das ist vielleicht auch ein bisschen Image. Also oder? Zumindest auf seinem TikTok und so. Ich fand's auch geil, wo Daniel Kübelberg da ins Wasser gesprungen ist, hatte der irgendwie so ein Ocean-T-Shirt an. Dieter Bohlen in seinem Statement-Video dazu, das fand ich auch geil, das war so richtig unpassend. Das war aber safe, keine Absicht, oder? Ja, Digga, aber das Dieter Bohlen-Ding. Ja gut, Camp David, der kriegt ja, glaube ich, nur Camp David. Ja, Mann, ich glaube, wird er da gesponsert? Der safe. Auf jeden Fall. Oh Mann. Aber ich weiß nicht so, ich habe den mal auf TikTok eine Zeit lang, habe ich den verfolgt, Alter. Und der ist ja, der hat jetzt auch sein Comeback bei DSS. Er ist ja rausgeflogen, weil er zu wie heißt das? Ah, hier. Wenn man aneckt. Wir blenden das ja einfach mal ein. Dieter Bohlen hat in dem Statement einen Pullover getragen, wo drauf steht, Be One with the Ocean. Ja, das ist, glaube ich, auch so unter den Top 10 unglückliche Sachen, die passiert sind, ohne Witz. Unglücklicher kann, also, Be One with the Ocean. Ah, Bro, ich glaube, das ist so ein Moment, wo er sich im Nachhinein denkt, oh, Digga. Wie konnte mir das entgehen? Hätte ich da einmal Marco Polo getragen, Alter. So. Ja, Platz 3 für den Kliman, Digga. Heißt der Flynn oder Finn? Das Finn, würde ich Finn, ohne L. Ich habe Flynn geschrieben, aber dann ändert es mal in Finn. Finn Kliman, ah, schwierig. Das ist wieder so ein typischer Fall. Eigentlich hat er sich so viele Skandale und jetzt in letzter Zeit erlaubt und so weiter, aber irgendwie finde ich den immer noch sympathisch. Nee, Digga. Ich würd mit Finn Kliman schon gerne mal einen Kaffee trinken. Was? Ich weiß nicht. Bist du krank, Digga? Ich fand den aber auch vorher schon unsympathisch, Digga. Ich fand ihn vorher sogar ein Stück unsympathischer. Jetzt, wo man weiß, dass er alles fürs Geld macht, ist wieder so ein Geschäftsmann. Wie kann man sich denn so darstellen, als hätte man gar kein Geld? Also alleine so die ganzen anderen Sachen mal dahingestellt. Aber die ganze Zeit so tun, als ist man so ein armer Student, Digga. Ja, Bro, arbeite auf meiner Farm, Alter. Aber wir haben leider keinen Cash dafür. Aber komm rum, Digga. Ja. Pack ein bisschen mit an, Alter. Leb dein Leben so. Ja, aber ich glaube, die haben sogar ein bisschen was gekriegt, haben die, glaube ich. Ne? Irgendwann haben die ein bisschen was gekriegt, ja. Ja, aber Digga, keine Ahnung. Und dann ja, viel zu wenig. Mit Absicht dann da so ein dreckiges Auto fahren, damit es so aussieht, als würde er gar nichts verdienen. Weil das würde ich mir gar nicht antun. Jetzt absichtlich ein Polo fahren, Alter. Ja. So widerlich. Will ich mich nicht blicken lassen, Alter. Dann soll jeder lieber wissen, dass ich Geld habe. Ja, Digga, und dann halt mit diesen ganzen Skandalen. Der ist ja auch letztens wieder durchgedreht. Ich weiß nicht, du bist da, glaube ich, ein bisschen mehr im Game. Der hat doch letztens gar nichts mit. Der hat irgend so einen Kumpel gegen Twitter oder so, glaube ich. Ja, meinst ja, du das? Der hat irgendwie meinte, wir ins Feld pissen oder so und das ist allen egal oder so. Ah, ich weiß nicht, Digga. Das war halt so. Ja, muss man mit reinnehmen, Digga. Kann ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Ja, auch wenn ich den trotzdem irgendwie. Der hat so eine nette Aura. Wenn man das nicht alles wüsste. Ja, aber das ist gespielt, Digga. Wenn man das alles nicht wüsste, dann würde man sagen, ist übelst ein netter Kerl. Ja, gut, das spielt er ja. Das ist ja. Ja, spielt er ja. Ist er ja nicht. Ja, also würdest du jetzt heute mit Finn Kliman Kaffee trinken? Heute. Ich würde ihn nur auch mal fragen, so, ja. Das war eigentlich nicht so heute, aber.
Vielleicht nicht heute, aber gestern. Nee, aber ich würde ihn auch mal dann so fragen wollen, ein paar Sachen so. Bei dem interessiert mich das irgendwie. Warum eigentlich, Digga? Warum? Du hast doch ein sympathisches Saubermann-Image gehabt. Musste es jetzt unbedingt nochmal mehr Geld sein und noch mehr Reichtum? Ja gut, das Ding ist, er war halt einfach drin. Ich glaube, du rechnest auch nicht damit, erwischt zu werden, ne? Dass da dann irgendwelche Sprachnachrichten und E-Mails veröffentlicht werden. Wie kommt man da ran, Digga? Das verstehe ich auch nicht. Liegt bestimmt von einem von den. Einfach so ein, Homie hat dir dann Jan Böhmermann geschickt. Vielleicht hat einer, der in der Firma von Finn Kliman gearbeitet hat, hat es vielleicht irgendwann mal gespeichert und dann weggesendet, so weißt du? Der kommt dann nie da dran. Kennt ihr diesen Olli Schulz? Meinst du, der ist immer noch cool mit dem? Boah, ja, kann schon sein. Weil Olli Schulz ist doch auch cool mit Jan Böhmermann, oder nicht? Die haben doch auch einen Podcast. Boah, und so. Ist auch echt ein Zwiespalt, Alter. Bevor du fixst einen Homie von einem Homie, richtig hart, Digga. Ja, Mann. Stimmt, das ist würde ich irgendwie nicht cool finden. Aber gut, vielleicht gerechtfertigt. Ja, anscheinend gerechtfertigt. Es ist ja offensichtlich gerechtfertigt. Ja. Das ist jetzt die Frage, wenn ich jetzt irgendwie heftig die Leute abziehen würde, wirklich aufs übelste mies die Leute das Geld aus der Tasche ziehen, würdest du dann sagen, okay, ich gucke da jetzt zu? Oder würdest du sagen, ich baste Manuel jetzt? Boah, da würde ich mich... Boah, komm doch mal, wie viel das ist schon so... Komm mal, wie viel du mir abgibst, Digga. So, also da ist man schon in so einem Zwiespalt. Das ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn man einen persönlichen Bezug zu der Person hat, ist es, glaube ich, immer nochmal viel schwieriger. Ja, ich glaube, die sind halt auch alle so professionell, die halten sich da einfach raus. Ich glaube, die sind auch cool miteinander, aber sagen da halt öffentlich nicht zueinander einfach. Aber es gibt jemanden, also ich glaube, wer ist mehr abgestürzt, Armin Laschet oder Finn Kliman? Ja, Finn Kliman, oder? Armin Laschet. Ja, bei Finn Kliman ging es halt schneller. Bei Finn Kliman war es so ab einem Tag auf einmal, batz, von gestern war er noch sympathisch. Ja, Digga, aber guck mal, Finn Kliman hat immer noch 10 Firmen. Armin Laschet hat jetzt, was macht er überhaupt? Keine Frage. Ja, der hat wahrscheinlich eine Million auf dem Konto sich geschaufelt. Ja, für den Klima hat er vielleicht 10 Millionen auf dem Konto. Ja, von daher, im Endeffekt macht er jetzt einfach Rente oder so. Passt schon. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der Armin Laschet ist halt auch für die ganze Nation eine Witzfigur, ne? Für den Kliman halt so in dieser YouTube-Bubble und so ein bisschen bei den ZDF. Ja, gut, die ZDF-Leute haben das eh schon wieder alle vergessen. So. Wird der noch gefeiert für den Kliman? Also hat er jetzt wieder Leute am Start? Ich glaube, der hat noch ein paar Leute am Start auf jeden Fall. Ja? Die Hardcore-Fans verzeihen einem ja sowieso alles. Ja, das Internet vergisst schnell. Wer ist denn Kliman überhaupt? Finn Kliman. Warte, ich will kurz gucken, ob der noch, wie, der hat Skandale? Ob der noch am Start ist. Ja, der hat kein Instagram bei mir. Ich würde es uns einfach mal erstmal weitermachen mit Platz 2, bevor wir hier noch 10 Jahre festhängen. Wie lange geht denn die Aufnahme schon? Ja, Platz 2, gut, jetzt für mich wahrscheinlich wenig überraschend, ist halt ABK. Was soll ich euch sagen, ne? Irgendwie seit 5 Jahren Beef. Ich finde den cool. Ich mag den auch. Ich würde sogar sagen, ABK ist sympathischer als Kuh. Würde ich auch sagen. Ich würde mal in den Raum werfen. Hat sich jetzt, wäre vielleicht sogar nur Platz 4 gewesen, aber nach der Abmahnung, die er mir geschickt hat, ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Also, kennst du die Abmahnung? Was ich bei ihm halt nicht schon die Abmahnung eigentlich gewesen. Nee, erzähl mal, was ist mit der Abmahnung? Er hat zum Beispiel reingeschrieben, was er abgemahnt hat, sind Aussagen wie, dass er doppelmoralisch ist, dass er eine schlimme Community hat. Was war noch? Irgendwas war auf jeden Fall auch mit einfach. Dann, ja, denn ich habe ja mal in einem Video, habe ich so gesagt gehabt, so, ja, natürlich habe ich deine Adresse. Ich habe doch schon 5-mal gesagt, dass ich dich anzeigen wollte. Und der Anwalt hat reininterpretiert, ja, damit haben sie zugegeben, die Adresse veröffentlicht zu haben. Hat der Anwalt da so reingeschrieben. Okay. Und solche Sachen, da wirklich über 25 Seiten. Irgendwo hat der Anwalt doch auch einfach eine Aussage von dir genommen und dann Nein geschrieben oder so. Ja, Nein, das stimmt nicht. ABK ist nicht unsympathisch oder irgendwie sowas. Der, oder hier, er hat zum Beispiel auch, ich habe zum Beispiel mal so ironisch, nee, ich habe mal gesagt gehabt, ja, wenn du so ein tolles Abitur und so einen tollen Uni-Abschluss hast, dann hättest du was wissen müssen. Und er hat reingeschrieben, der Anwalt, unser Mandant hat ein tolles Abi und einen tollen Uni-Abschluss. Unironisch war das der Satz. Digga, das ist halt. Ich finde halt, aber das ist halt auch so, das ist auch irgendwie Anwälte einfach, oder? So Anwälte, die holen ja aus allem. Die Anwälte, denen ich das gezeigt habe, die meinten alle, Alter, das kannst du nicht ernst nehmen, wirklich. Nein, das nicht so, aber Anwälte versuchen halt immer alles rauszukitzeln, was nur irgendwie geht. So, guck mal, Digga, wenn du das sagst, Das Problem ist mit solchen Aussagen, ich darf das ja sagen, offensichtlich, sind wir uns ja einig. Das Ding ist, ich könnte jetzt eine negative Feststellungsklage einreichen, dann würde das vor Gericht gehen und das Gericht würde dann mir bestätigen, dass ich das sagen darf. Dann müsste ABK wieder alle Kosten tragen. Also ist ja alles so albern, nur wegen irgendwie, weil irgendjemand gesagt hat, dass irgendjemand unsympathisch ist. So. Jetzt chillt doch mal alle. Digga, da muss man rein sein. Deswegen, also gut, klar, also ich finde ja, Jurastudium ist wahrscheinlich auch wichtig, Digga, wenn du so Verkehrssachen, Digga, oder so andere Rechtssachen machen musst. Aber warum braucht man für sowas einen Anwalt, Digga? Ja, stehen da irgendwelche Paragraphen drin oder so wenigstens? Wie? So nach Paragraph so und so ist das deswegen. Ja, nicht nur halt Beleidigung hat er mal irgendwie. Er hat eine WhatsApp geschickt so. Jo, ja, also pass Ahnung. Auf. Dann streiten sich da zwei erwachsene Männer, Digga, über 50 Seiten. Also nicht so jetzt, Anwälte streiten. Ja, ich meine jetzt dann die Anwälte oder die Anwälte. So. Ja. Digga, wer hat den besseren Anwalt? Der ist einfach nur peinlich, Alter. Ja, ich weiß nicht, also ich habe ihm ja auch schon gesagt, dass man einfach auch reden kann und dann kann man es einfach klären, dann ist alles gut, aber er geht da halt nicht drauf ein und
Ich meine, er hat jetzt für die Abmahnung hat er 5.000 Euro bezahlt. Und ich werde da halt nicht drauf eingehen, sondern kann das bei Gericht. Hast du das mit deinem Anwalt auch besprochen? Zumindest gesagt, ey, jo, ja, das ja, kam an. Die meinten so, ja, mach ruhig, keine Ahnung. Also ja, die sagen natürlich, dass man drauf eingehen soll, aber die denken auch nicht, dass ABK damit vor Gericht gehen wird, weil er verliert halt zu 100%. Das ist auch geil, dass sie dir auch für diese 150.000 Euro dann auch so eine Frist gesetzt haben irgendwie. Ja, ne? Stimmt. Bitte bis nächste Woche überweisen. Natürlich so. Und ABK, wer macht das denn? Und ABK will 150.000 Euro von mir. Was? Wirklich, mit dieser. Ja, ja, mit dieser Abmahnung. Unsympathisch, nein. Ja. Das sind ja 50 Aussagen oder so, ne? 50.000 Euro, Digga, das ist halt, also das kann der Anwalt nicht. Ja, das kannst du ihm auch halt auch schon mal bezahlen, Digga. Jetzt stelle ja, ich halt mal nicht so an. Ich habe ihm direkt 300.000 überwiesen, ja. Wer so nötig hat, also wirklich, ja, das ist. Dann ist halt ein Tageslohn mal weg, Tim. Also, musst du da halt mal in den sauren Apfel beißen, Digga. Aber wenn ABK mit mir irgendwann mal ein privates Gespräch macht, dann rutscht er vielleicht auch auf Platz 5 oder ist vielleicht auch gar nicht mehr drin. Also die Option lasse ich dir auf jeden Fall offen. So, dann würde ich sagen, bist du dran. Wo haben wir jetzt? Platz 2 oder was? Ja, Platz 2. Ah, Platz 2 ist eigentlich ganz einfach, auch ein aktuelles Beispiel, Danny. Oh, den habe ich auf 1 tatsächlich. Danny, ganz klar. Ja, man hat ja... Jetzt bin ich wirklich gespannt, wer ist noch unsympathischer als ein verurteilter Vergewaltiger? da bin ich jetzt aber auch gespannt, Manuel, Digga. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ja, man muss jetzt nicht viel dazu sagen, denn du hast es ja schon gesagt, auch für die, die das vielleicht in 5 Jahren angucken und Danny nicht wissen, wer das überhaupt ist. Der hat halt, war YouTuber, war bei Papa Platte irgendwie oft dabei, bei Thilo oft dabei, hat kaum eigenen Charakter leider so, hat halt ein bisschen davon profitiert, dass er große Leute an seiner Seite hatte. Und dann hat er auf einmal eine Verurteilung wegen Vergewaltigung. Ja, und ist jetzt down. Thilo hat ja sogar gepostet gehabt, dass er ihm irgendwie noch 2 Sprachnachrichten gemacht hat. Ja, Mann, hat nicht geantwortet, der Ehrenmann. Hat nicht mehr geantwortet, Danny. Also ich glaube, weiß er nicht. Was aber Danny weiß auch einfach, dass er verkackt hat. Und was willst du darauf antworten? So? Safe. Yo, hast schon recht. Jetzt, wo du es sagst, war eigentlich gar nicht so cool, dass ich das gemacht habe. Du kannst dich nicht entschuldigen. Du kannst dich dafür nicht rechtfertigen. Du kommst da nicht mehr raus. Das geht nicht. Also öffentlich ist der mindestens mal für 5 Jahre jetzt weg. Safe. Ja, länger. Der ist auch für immer gehasst. Der ist doch der gecancelteste Mensch der Welt. Der muss sich halt umbenennen und Gesichts-OP oder so. Und dann macht er weiter als Manny. Manny Vlogs, Danny, Digga. Danny kenne ich nicht, keine Ahnung. Vor allem finde ich auch lustig, Timo hat Danny anscheinend gar nicht in den Top 5, wa? Ich habe den nicht mit dabei, weil ich den aber nicht auf dem Schirm hatte. Ja, du findest also Till Schweiger ist unsympathischer als Danny. Ich nur, dass wir mal so eine Relation haben. Bro, hast du den mit dabei noch, oder was? Eins. Ja, ich habe den auch auf der 1. Ja. Aber ich habe noch eine Bonus-1 dann für später. Okay. Aber ich habe auf Platz 2, Digga. Muss ich gucken. Marlene Mortler, Digga. Ja. Meinung? Boah, ja, Marlene Mortler ist auch stark. Die ist so richtig stark, Digga. Die ist richtig stark. Vor allem, die hat nicht mal so ein, ich glaube, da gibt es nicht mal so eine Bubble, die dann so sagt, ja, Marlene Mortler, die hat alles richtig gemacht. Ja, doch, so, ja, doch, diese Konservativen. In Bayern, diese ganzen Leute. Ja, das ist richtig. Ich glaube, jeder, der sich auch nur so ein bisschen mit diesem Drogenthema befasst hat, der weiß, dass diese Frau absichtlich Scheiße gelabert hat. Einfach nur, um die Werte ihrer Partei zu vertreten. Oder sie weiß es nicht besser, das kann auch sein. Nein, die hat absichtlich Scheiße geladen, weil sie die Werte von ihrer Partei vertreten hat. Die war eine Handpuppe. Die könnte doch wirklich so dumm sein, ich weiß nicht. Nee, ich glaube auch, dass die da... Obwohl, ich weiß nicht, Digga. Sie hat sich ja auch so, sie hat sich auch wirklich nicht mal so richtig mit den Fakten, mit den Studienlagen beschäftigt. Deswegen ist, irgendwo so. Muss das ja auch aus der Partei herkommen. Oh, warte mal. Dann, Marlene Mortler / Daniela Ludwig. Ich finde die beide gleich scheiße eigentlich. Daniela Ludwig macht eigentlich gar, also haut da weniger dumme Aussagen raus, ne? Die sagt eigentlich den Brokkoli das und so. Ja, klar, das war vor 2 Jahren. Mein Gott, jeder darf mal. Aber so das, die. Digga, aber wie die auch immer, die redet auch so unsympathisch. Digga, gut, okay, wir fokussieren uns mal auf Marlene Mortler trotzdem. Aber, Digga, keine Ahnung, Mann. Aber ich finde so, irgendwo muss ja auch die Meinung der Partei herkommen, dass alle Drogen halt kacke sind, so, obwohl du ja halt in jeder Studie beweisen kannst, dass es nicht der Fall ist. Ja. Deswegen, ich weiß nicht so. Wie kann man so auf die Wissenschaft scheißen, Digga? Ja, Corona macht das doch auch keiner. Ich glaube, Hot Take, ich glaube, das machten die einfach nur wegen den extrem vielen konservativen Wählern. Weil die einfach, wenn die jetzt sagen würden, okay, wir haben so viele Wähler, die wählen uns für unsere konservative Einstellung. Und wenn wir jetzt einfach sagen würden, ja, okay, doch kiffen, dann sagen die ganzen alten Leute, hä, das ist nicht mehr meine Partei. Ich will, dass Bier legal ist und dass Kiffen illegal ist. Ja. Ich als Udo 62 möchte das so. Und wenn das die CDU nicht mehr vertritt, dann wähle ich die nicht mehr. Und ich glaube, davor haben die Angst. Ja, aber ich weiß nicht, das Ding ist ja, diese Leute, die diese Meinung haben, gehen ja auch in die Partei rein. Also die haben ja auch in der Partei dann eigentlich diese Meinung. Ja. Obwohl dir jede Studie das Gegenteil beweist. Ich verstehe es auch nicht, Digga, keine Ahnung. Schwierig, Digga, ganz, ganz schwierig, aber trotzdem. Auf jeden Fall starker Platz 2. Starker Platz 2, wirklich. Hat mich auch. Ich hab geholt, Digga. Oliver Geis wird sich freuen. Ja, meine 1 hatte ich ja schon, Danny, haben wir schon drüber geredet. Hast du deine 2 schon gesagt? Ich habe, glaube ich, meine 2 schon gesagt. Ja, ja. Meine 1 ist schon weg, weil es Danny und das hatte er auch als 2. Achso, und wer ist deine 1? Genau, Danny war meine 2 und meine 1 ist Ron Bilecki. Ron Bilecki unsympathischer als unsympathischer als Danny. Also, guck mal, er macht. Also, erst hat er ja Fitnessvideos gemacht. So, hat dann mit sich eine junge Zielgruppe erarbeitet, die halt Fitness-Content guckt. Dann hat er irgendwann angefangen mit Casino-Streams, NFT-Scam, generell sehr harter Alkoholismus, was einfach für die Zielgruppe nicht geil ist. Also dieser Alkoholismus und diese Casino-Streams, ich finde das so einfach unsympathisch. Hängen die Leute noch mit dem?
So Inscope und ja, so? Ja, ja, klar, die hängen alle mit dem. Der doch, also der wird zwar ein bisschen kritisiert, aber an sich hat der immer noch eine richtig große Reichweite und so, ne? Also das juckt die Leute nicht. Ja, so. Also der ist, der Skandal von dem ist mittlerweile ja wieder so ein bisschen unterm Radar. Aber der wird doch trotzdem voll tot gehatet, Digga. Also ich hab, der hat klar. Der macht jetzt ja auch TikTok und also auch no hate, so der hat extrem hart zugenommen. Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm, aber das wird sich auch voll über den lustig gemacht, Digga. Ja. Also deswegen, dass der halt jetzt voll abkackt und dass der halt jetzt der Alkohol, man ihn das richtig ansieht und so. Und irgendjemand hat auch gesagt, jetzt bin ich endlich so krass wie ein Fitness-YouTuber. Ja. Hat jemand kommentiert, Digga. Ja. Ja, aber kann ich würde jetzt halt das nicht mit anderen vergleichen aus dieser Liste, aber ich würde dir auf jeden Fall zuschauen, dass das sehr unsympathisch ist. Ich finde auch dieses Geringverdiener-Livestream-Ding, was er da gemacht hat, das war das so schwierig. Ich finde, das war halt so der Knackpunkt, wo dann auch so die Leute langsam mal gemerkt haben, so eigentlich ist dieser Mann eigentlich nur Alkoholiker und muss irgendwie mal ein bisschen mit seinen Problemen klarkommen. Deswegen Gras, meine Freunde. Ja, Marlene Mortler, was sagst du dazu, Alter? Marlene Mortler, sag uns mal was zu Ron Bilecki jetzt. So. Ja, mein Platz 1, Digga, natürlich Danny, aber ich habe noch einen Bonusplatz 1. Bonusplatz 1. Aline Bachmann, Digga. Aline Bachmann. Ja, Mann, Aline Bachmann ist krank, auch auf meiner Liste, hat es nicht ganz reingeschafft. Wie, was, wie, hat die hat's nicht reingeschafft, Digga? Ja, ich weiß zu wenig über die, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich Ich weiß auch nur das, was ich in den Videos sehe von Tim, aber ich weiß wirklich gar nichts über die. Ich weiß, dass die irgendwie niemand mag so, aber ich könnte jetzt gar nicht betiteln, warum überhaupt. Also die ist halt anscheinend... Weißt du das mit diesem krebskranken Kind leider? Da, wo die irgendwie die Spendenaktion und so. Ich, solche Sachen. Das habe ich aber, weiß ich aber auch nur von Tim. Vor allem, wie kann man denn, also das ist, es stimmt ja, ne? Das hat die ja gemacht. Was? Oder gibt es auch eine andere Sichtweise von ihr? Naja, sie sagt die ganze Zeit einfach nur, stimmt nicht. Es gibt ja zwei Fälle. Sagt das stimmt. Es gibt ja zwei Fälle. Also einmal gab es so, und ich glaube, der war 13 oder so, der war unheilbar an krebserkrankt. Ja, genau. Und sein größter Wunsch war es, Andreas Gabalier zu treffen. Hm. Weirder großer Wunsch, aber okay. Und für 13-Jährigen geht das gut. Aline Bachmann hat halt gesagt, dass sie das Treffen auf jeden Fall hinkriegt und so, hat sich mit der Familie auseinandergesetzt und hat es halt also nicht mal versucht, auch nicht geschafft. Und der Junge ist halt leider gestorben, ohne dass der Wunsch erfüllt worden ist. Aber und dafür hat Aline Bachmann die Spenden eingesagt. Nee, das war anders. Erstmal zu der Sache noch. Aline Bachmann hat dafür aber auch die Eltern terrorisiert, die ganze Zeit zugespammt und so weiter. Auch währenddessen hat auch mal in einem Livestream gesagt, dass der Junge gar nicht tot ist. Einfach mal so gedroppt, obwohl der halt tot ist. Und sie das auch wusste. Ja, stell dir mal vor, du bist einfach so ein totes Kind und dann kommt jemand im Internet, gegen den du eh schon so ein bisschen rumbeefst und die behauptet einfach, das stimmt. Vor allem, warum? Welchen Grund hat das? Kann das ja jeder nachprüfen. Also nicht jetzt theoretisch jeder so, aber man weiß es ja, es ist ja allgemein bekannt dann, wenn da jemand leider verstirbt und das sieht man ja auch dann in den Nachrichten. Wieso leugnet man das dann? Hä? Ja, ich check's auch nicht, was damit an die Wahrheit ist. Das ist vielleicht einfach so... Ja, Dummheit, Digga. Ja, so Dickköpfigkeit, so weißt du, im Sinne von, sie, ihr könnt mich nicht dafür kritisieren, weil das ist ja gar nicht passiert. Und ja, die zweite Sache ist, sie hat dann eine Spendenseite für Aicha, hieß die, aufgemacht, einfach so. Lustigerweise, sie hat mal gesagt gehabt, dass sie das alleine einfach so gemacht hat. Und hinterher hat sie in dem Livestream behauptet, dass es mit Aicha abgesprochen ist. Also sie hat einfach mal so ihre Meinung geändert, irgendwas. Und ja, da sind 600 Euro zusammengekommen, aber sie hat das Geld nicht selber eingesackt, sondern die GoFundMe-Kampagne wurde irgendwann gesperrt. Und Aline Bachmann hat sich da noch nicht mehr drum gekümmert, gar nichts. Aicha hat dann irgendwann so voll nett auch geschrieben, so, jo, ich weiß nicht, was mit Aline Bachmann ist, die antwortet nicht mehr. Und Aline Bachmann ist dann auch sehr fair geblieben. Aicha hat in dem Moment halt auch um ihr Leben gekämpft und sie wurde zugespammt mit Nachrichten, ihr wurde mit dem Anwalt gedroht, die wurde 500 Mal angerufen und das die ganze Zeit halt, ne? Also komplett, im Internet halt voll gespammt. Digga. Fand ich auch sehr korrekt, ne? Wenn die gerade um ihr Leben kämpft, ist das ja auch das, was man braucht halt, ne? So ein Telefonterror, der ist schon nice eigentlich. Ja, so ein Telefonterror. Digga, das check ich halt nicht. Und die ist halt in ihrer Welt, Digga. Die guckt halt morgens in den Spiegel und denkt sich, Digga, die sind alle so unfair. Ich hab so schwer, warum sind die alle so? Ja. Das denkt die sich halt wirklich. Das geht doch aber gar nicht. Aber das ist nur das Bild, was sie nach außen trägt, um noch wenigstens Mitleid zu bekommen. Nee, ich glaube, die denkt wirklich so. Ich weiß nicht, also gibt jemand zu, dass er ein schlechter Mensch ist? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie will es halt nicht einsehen selber. Boah, ich glaube, es gibt schon reflektierte Leute. Du redest dir das immer irgendwie schön, oder nicht? Ja, eben. So das aber ist halt das diese, kannst das, was du das ist einfach so eine gewisse Dickköpfigkeit. Die will nicht, also die weiß wahrscheinlich, wenn sie das so von außen betrachtet, dass sie viel Scheiße gebaut hat, dass man das alles nachweisen kann und dass sie echt schlecht dasteht. Aber für sie ist es halt einfach so, ja, aber war ja gar nicht so gemeint und ja, eigentlich wollte ich das ja wirklich spenden und im Grunde bin ich doch ein guter Mensch. Also die hat wirklich Fans, ne? Also die hat Fans, die feiern die, ne? Ja, auf TikTok geht die gut ab. Die hat, glaube ich, 200.000 Follower oder so. Das ist halt gut. Ja, die werden noch. Also auch nicht so cringe Drachenlord-mäßig, sondern die feiern die, ja, coole Videos. Das sind auch viele, die wirklich feiern, tatsächlich. Weiß nicht, auch sogar was Neues mit ihr? Habe ich nicht gestern oder vorgestern ein Video von Mimi gesehen? Mimi, Aline Bachmann. Just Nero hat, glaube ich, eins gemacht, ne? Ja, Just Nero hat eins gemacht. Der hat jetzt einfach behauptet gehabt, dass Just Nero der Hacker ist, der Aline Bachmann geleakt hat, was ja halt offensichtlich auch nicht stimmt. Auch immer geil. Dann hat sie auch einfach behauptet, dass er irgendwelche Leute zu ihr schickt und so. Und solche Sachen halt, ne? Das ist halt, ja, offensichtlich halt falsch, müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ja. Der Move auf jeden Fall. Aber verdient er Platz 1 für mich. Aline Bachmann, Bonusplatz 1. Aline Bachmann hat eigentlich auch eine eigene Folge verdient, muss man sagen. Stimmt. Eigentlich hat sie das. Wir müssen uns mal rausschreiben, was sie gemacht hat, und dann können wir da mal. Jetzt wurde ein Name auch noch gar nicht genannt. Ich finde, der ist eigentlich auch noch sehr wichtig. Auch noch ein Bonusplatz 1 jetzt, oder was? Auch noch, denkt mal an Rot. An wen denkt ihr? Wie an Rot. Pokémon. Wenn ich an die Farbe Rot denke. Rot. Lewandowski. Apo Red.
Er hat viel Geld. Upper Red? Nee. Kannst du nicht Upper Red sein, wenn es an Rot geht? Ja, hä? Prinz Markus, Jungs. Oh, Prinz ja. Markus nicht wissen. Also stimmt, ganz ehrlich. Prinz Markus ist auch gut, ja. Aber der ist dann vielleicht was für die nächste Folge. Ne? Wir machen bestimmt nochmal eine Top 5. Wir können da vielleicht auch mal, also wie gesagt, schreibt gerne rein. Warte, ich muss eigentlich in die Kamera gucken. Schreibt gerne rein Vorschläge, auch mal vielleicht irgendwie die 5 beliebtesten YouTuber oder irgendwas anderes oder auch Themen. Jetzt muss es nicht so ein Ranking irgendwas sein. Alles, was euch in den Sinn kommt, worüber wir ein bisschen quatschen könnten, schreibt's rein. Je mehr Themen, desto mehr Videos kommen. Ganz einfache Sache. Ja, eben. Sonst kommt gar nichts mehr, Digga. Digga, das hat eure Entscheidung jetzt, ne? Gibt uns nicht, ja? Dann haben wir das Studio umsonst gebaut. Eigene Schuld. Ich glaube, auch nach diesem Video haben wir uns erstmal selber nicht ganz sympathisch gemacht. Wir schaffen uns selber in die Liste. Nächste Ranking kommen wir. Aline Bachmann, Danny und Markus von Anhalt, Digga, machen auch ein Video. Alter, was wäre das für ein Video? Oh mein Gott. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Okay, thanks, bye.